Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Jan und euer Oldie von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge A Way Out. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit uns gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Hier rechts an meiner Seite der gute Leo, beziehungsweise Olle Jansen ist natürlich auch wieder mit am Stissel. Hallöchen, Jansen. Hallo zusammen, hallo Oli. So, nachdem wir ja in der Wäscherei die ganzen Laken geklaut haben, um uns hier vorne an diesem wunderschönen Fahrstuhl runterzulassen, haben wir die natürlich mit meiner Nase zusammengeknotet. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo es genau da lang geht. Richtig, so sieht's aus, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt darauf, wie es weitergeht. Wir auf jeden Fall. Und ja, Laken sind zusammengeknüpfelt. Jan geht voran und ich gehe hinterher. Hoffentlich reicht das Laken jetzt nicht. Immer die Nasenlänge voraus. Naja, genau. So, ist aber hart wie ein Brett hier, das Laken, muss man ja sagen. Oh, schönen Kecker so hast du. Oh, ja, was ist hier? Warte mal. Hier müssen wir wahrscheinlich aufpassen. Hier kann ich nicht mehr rausgucken. Okay, ja, oh. Komm mal her. Du hast, ich sehe. Zack. Ah, da kriegst du Muckis, was? Ja, da kacke ich mir gleich in die Hose. Na. Ist ja, wenn der Stift anfängt zu malen. Ja, braun. Really? It's pitch black. We need a light. Yeah, fuck it. I'll go first. Ach du Scheiße. Okay. Ja, wie im wahren Leben. Wie im wahren Leben. Er kann nie abwarten. So, hab schon eine Lampe gefunden hier. Hm. Wahrscheinlich keine Batterien. Nö. So, wo kriegen wir jetzt Batterien her hier? Can I get some light over here? Geht die Lampe? Ich weiß es nicht. Doch, sie geht. Ja, hey, super. Oh. Oh, schöner Move. How the hell did you end up there? I just slid down a bit to the left. What? Ganz kurz, kleiner Blick. Ich muss erst mal gucken, ob man sich hier irgendwie noch mal ducken kann. I'm concerned you think lighting up a dark area is smart. So, und jetzt kann ich hey, dahin leuchten, ne? A valve. Go check it out. Ah, dann können wir da runter wahrscheinlich. Jetzt fließt das Wasser ab. Ja. Wie ich aussehe, ne? Hä? Pass auf. Was denn? Oh ne, nicht, dass da einer steht oder so. Ja. Gehst du mit dem Licht zu lang? Hier komme ich nicht runter, ich muss wahrscheinlich die Tür da lang. Wir müssen mal gucken, ob es hier irgendwie noch was zu finden oh, gibt. Oh God damn it, this water smells like shit. Well, it is shit. Na, riecht das lecker, ja? No, ja, lecker. Facts. You're waiting in actual shit. Fuck you, man. Ah ja, du bist jetzt da drüben. Muss ich dir jetzt da leuchten? Hey Vincent, I need some light over here as well. Ja komm, also so tust du das ja noch nicht. Looks like that one stopped the water flow. Ah ja. So, und jetzt musst du wahrscheinlich hier irgendwie die Tür aufmachen, oder? Wo bist du denn? Ja, da wo ich leuchte. Ach da. Oh, ich kicken. Jetzt musst du noch irgendwie was finden. Warte mal. Ganz schön dunkel hier. Nee? Warte, ich gehe hier mal lang. Ich kann nicht hier auch noch zurückgehen, du weißt das nicht. Gucken.
Also hier hinten ist Licht. Oh, ah. Vincent, hand me the flashlight. Ah, okay. Warum kann man hier nicht rennen? Ach doch, kann man. Komme. So, mach's gut, ne? Tschüss. Hauste. So, jetzt hast du das Licht. Jetzt musst du wahrscheinlich hier irgendwie was. Ah. Also hier kann ich leider nicht durch. Da ist ein Rad. Du. Ja, aber da komme ich ja nicht ran, oder? Du kommst nicht ran, wa? Nee. Du musst irgendwie da rum. Du bist ja da schon irgendwie rumgelaufen. Warte mal, ich gehe mal eben zurück. Weil ich bin hier runter. Dann habe ich mich hier irgendwie gebückt. Ja, bücken, da bist du natürlich Meister drin. Analogenbogen. Aber hier kann ich nicht mehr zurück. Was ist denn Scheiß? Ja, bücken, oder? Hier. Warte. Ja, wo du mir die Taschenlampe gegeben hast. Ja, kannst du da hinten weitergehen irgendwie? Ich kann weitergehen hier, ja. Ja, na, geh nochmal rum. Ja. Aber du musst wahrscheinlich hier denn die Tür aufmachen. Shit. Ja, ich sehe dich da kommen. Jetzt nach links wahrscheinlich, ja. Du, wo kein Schnee liegt, ne? Tschüss. Ciao. Shit. Toll, nächste. Oh, jetzt macht der Krach. Ah, oh, siehst du, geht doch. Danke. Bitte. Get over here. Let's bust this up. Oh oh, jetzt müssen wir wieder Krach machen. Ist nicht so gut, hier so viel Krach zu machen. Na? Let's just hope there are no rats down here. Probably is. Katzenarsch hier. Yeah, like I said, let's hope there aren't. You're not scared of rats, are you? Me? I'm not scared. It's just that, you know, whatever. They're disgusting. Right. Ah. Ah, da geht's nach links. Hier geht's nicht weiter. Da müssen wir wahrscheinlich hier hoch jetzt. Mhm. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt wird's wieder hell. Nicht, dass wir jetzt hier... Shit. Jetzt hier Wachen sind. Guard, up there. Oh. Vorsichtig. Wo ist der Typ? Weiß ich auch nicht. Wo ist denn der? Weiß nicht, kann nicht mehr sehen. Na, dann können wir doch hier bestimmt irgendwas machen, oder? Ja, gehen. Leise ist was anderes, ne? Ja. Ja, super. Jetzt müssen wir noch wieder hochkraxeln. Oh, fuck. It's too high, man. And nothing to climb on either. Tja, Rücken an Rücken, würde ich sagen, und dann hoch. Ja, würde ich auch sagen. Here, give me your arm. What for? Dann machen die tatsächlich, wa? Turn your back against mine. Tatsächlich, guck an. Ah, tja. Wie gesagt, ich bin Knast erfahren. Ich weiß doch, wie ich da rauskomme. Hey. Wie eine Ratte. It's never gonna work. Relax. Too high, man. I used to do this as a kid all the time. You're nuts. Müssen wir jetzt, ach du Scheiße, gleichzeitig machen, wa? It'll be much quicker. Mach du erst. Go together at the same time. Warte. Na, ach, Scheiße. Warte, im Rhythmus. Und eins und
Muss mitmachen. Ja. Eins. Und eins. Ne. Whoa, 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 slow down. Okay, okay. Warte. Warte. Ja. So, jetzt müssen wir wieder im Takt machen. Warte, 3, 2 und go! Alles kacke, wir müssen. Alter, da. Oh, entspannen. Jetzt du wieder. Oh, da, eine Wache. Hast du gesehen? Ja. Du bist dran. Und jetzt müssen wir mit Taktet machen. Ja. Eins, zwei, drei, los! Ja, du musst drücken. Ah, nee. Du musst bloß in dem Bereich immer drücken, wo das angezeigt wird. Und go! Go! Na? Mann! Gleichzeitig müssen wir das machen. Und go! Jawohl! Und nochmal. Sehr gut, super, super. Sehr gut. Aha, scheiße, das war jetzt mein Fehler. Und weiter. Und nochmal. Sehr gut. Mein Fehler. Sehr gut. Und wieder. Na? Mann. Warte, ich muss. Und... Ja. Sauber, Digga, super. Jetzt haben wir einen Rhythmus. Oh! Hätte so nichts gesagt. Du wieder. Vorsicht. Alter. Dachte, wird hier schon zur Tagesaufgabe. Das hab ich auch gedacht, ey. Boah, jetzt ist mal auf nach seiner Ausruhen, ey. At last. Afraid of heights. Something like that. Are you fucking serious? A wrench would be nice. Na toll. There's only one place you can get that. The workshop. Yeah. Wir müssen wieder zurück. Verdammt! Toll, wie kommen wir jetzt runter? Same way down, right? Yeah. No childhood tricks up your sleeve? Afraid not. Shit. Na, ich dachte schon, jetzt müssen wir auch noch runterkraxeln, so ulkig. Wir müssen es also nochmal machen. Hat besser geklappt, ja, als der von links nach rechts immer gewandert ist, ne? Ja. Okay, der hat einen Schraubenschlüssel. Den müssen wir uns holen. So, wie kriegen wir jetzt diesen Schraubenschlüssel? Ich werde mal ein bisschen feilen hier, kann ich am besten. Hey. Hey. What do you want? What do I want? Yeah, what do you want?
I just have a quick question for you. What day is it? It's Monday? No. Date. I need to know the date. Fuck if I know, man. You lose track of that shit here. Ah, hämmern kann ich auch gut. Läuft. So, wir müssen den irgendwie ablenken, oder? Ja. Geh mal zu denen hier und quatsch mal mit denen, Eierkopf. Careful. Looks like that could take your finger off. Could? It already has. Please, dude. Quiet. So, verschwindet hier auch mal Werkzeug frei gerade? Klar, die ganze Zeit. Okay. But what about the metal detector? Yeah, people figure out a way to get past it. Okay, also die haben hier einen Metalldetektor, ne? Mhm. Hm. Better. What do you need? A hammer. It's pretty hard to get any work done without it. Then you shouldn't have lost it. I told you I didn't lose it. I gave it back to you yesterday. Well, you better hope you're right, because I can't find it here. Bitches. Okay. Was hat der bei dir gesagt? Der braucht einen Hammer, aber ist nicht näher drauf eingegangen. We could use this hatch. Ah, wir könnten hier die Öffnung verwenden, die gerade hier hatte, hier unten. Okay. Um den Hammer da durchzulegen vielleicht, aber erstmal müssen wir an den Hammer rankommen, ne? An den Schraubenschlüssel meine ich natürlich. It's been a long time since I drilled best. Ich sabotiere mal eben die Stromzufuhr. So, auch nicht schlecht. Jetzt habe ich die Strom wegen dem Metalldetektor. Das ist nicht schlecht, Digga. Das ist echt nice. Mal sehen, was der mir erzählt hier. Hey, is this the place to get tools? Yeah, sure. You can get them here. Until they blame you for losing them. Hey, watch it. Okay, das hatten wir schon, weil er erzählt dir das gleiche hier, was er dir erzählt hat. Ja. Maybe someone stole it from you. No way, man. I'm 100% sure I gave it back to him yesterday. Stop lying. You know how things work around here. Yeah, I do. You get blamed for shit you didn't do. Man wird also für Dinge beschuldigt, die man ja nicht getan hat. Okay. Das ist schon mal gut zu wissen. Was haben wir mit ihm hier? Kann man ja nicht gar nicht mit denen reden hier? Doch, jetzt. Yeah. So, first day on the machine? First month. It feels like the first day. Okay. Maybe you should ask for another job in here. Are you crazy? If I ask for another job now, they'll throw me back in the laundry room. Laundry isn't that bad. Cleaning other people's shit? Are you serious? Frag mal, wo man Werkzeug herkriegt, genau. You know where I can get the tools from? Sure. Over there. Do you know anything about that guard? Yeah. He's a pain in the ass. Bei dem, wo wir schon waren, wa? Ja, genau, ich geh da mal hin. Na gut, da. Gut, aber nach Werkzeug fragen und mal wieder abgeben müssen, ist schwierig. Wir müssen vielleicht hier irgendwie den anderen Typen da ablenken, Digga. Ja. Ich, wenn du den nochmal fragst. A drill bazzer. Nice. Hey, that's my wrench. Sorry. Okay, den wollte ich gerade nehmen, aber du musst den ablenken, Digga. Ja, mach ich. Hey. Hey. What do you want? What do I want? Yeah, what do you want? Sollen wir da einfach durch den Metalldetektor durch oder soll ich den hier durchschieben? Ich würde den eher hier durchschieben wollen. Nee, also ich habe den Metalldetektor habe ich ausgeschaltet. Ja, aber... Echt? Bist du da safe auch? Nicht, dass sie ein Notstromaggregat haben. Quatsch los. Ab durch den Metalldetektor.
Ich würde sagen, geh du erstmal durch, dann kann ich ihn dir hier hinten noch durchschieben, wenn du da lang gehen kannst. Nur sicher ist sicher, nicht, dass wir vorher schon getestet werden, ob wir was in der Taschen haben. Looks like there's something behind. Deswegen konnte ich da nicht ran. Ah, okay. This could be useful. Okay, pass auf. Zack, jetzt hast du den da und jetzt gehe ich durch. Ist ja safe. Safe. Oh gut, okay. Na gut, hätte wahrscheinlich dann auch so geklappt, ne? Aber weiß man ja nicht. So ist es. So, du hast jetzt den Schlüssel, ne? Ja. Mal aufpassen jetzt hier. Was müssen wir in die so, Zelle? Hast du auf meinen Kecker geguckt? Warte mal ganz kurz, bevor wir da durchgehen. Ja. Vielleicht. Ja, da ist Leibesvisitation. Lass mich erst durchgehen. Du hast ja den Schlüssel, ne? Ja. Und den gibst du mir hier am Fenster durch. Ja. That's gonna be a problem. You know the drill. So, warte. Okay. Jetzt kannst du durchgehen. Dank dir. Ah, gut, dass wir da nochmal durchs Fenster geguckt haben. Alright. So. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Jetzt habe ich ja den Schlüssel. Geh du mal vor. Nicht, dass hier wieder was kommt. Hey, Guard! Okay, da kommen wir beide lang. Achtung! Ach du Scheiße, ja. Na, ich habe ja den Schlüssel. Mach du erstmal irgendwas. Bei dir kann ja nichts passieren. Nee. Hey, Boys. There's a problem. What is it? Let me show you. Come on. Let me show you. It's over here. Jetzt musst du gehen. Ja. What's going on? Wunderbar. There's some kind of a drug deal going on downstairs. You need to check it out. Let's go. All right, step aside. Let's go. Ich glaube, der Typ steht davor. Ich weiß nicht, du musst mal hinterherkommen. Ja, ich komme. Ich traue mich gerade nicht so vorbei, nicht, dass der jetzt da irgendwas macht. Ich tue mal so, als wenn ich hier gucke. Genau. Lalala. Let's go. Inside. So, ich bin eingesperrt. Ja. Boah. Okay. Sehr gut. Hat alles geklappt. Up against the bars, inmate. Oh, oh. Did you hear me? I said up against the bars. Scheiße, was machen wir jetzt? Ich muss es dir irgendwie geben, ja. Ja. Jetzt. Jetzt. Verstecken bei dir irgendwie. Ein Scheißhaus oder so. Och Gott. Hab ich. Alter, das war spannend. Geil, ne? Oh oh. Ich hoffe, das ist die richtige Wahl, die wir jetzt getroffen haben. Oh, echt. Arms up. Back up against the bars. Sir, it's clean. Gott sei Dank, ey. Wow, krank. Aber richtig geil. Richtig spannend, ey. Wahnsinn. Hey, baby. You good? Oh.
Oh, oh. Oh, mit Zunge, komm los. Komm, die kommt ja an die ran, wa? Die, deswegen müssen sie sich immer so seitlich küssen. Wegen der Nase. Ich weiß die Nase schon zu schätzen, aber keine Angst. Naja, die Nase des Mannes, ne? Ja, ja. Da kennen wir doch alle. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Are you sure? I mean, we both thought we could trust Harvey. But this guy wants to take him down as much as I do. What? Why? I don't know yet, but I'll find out. Okay. So, how's Alex? Well, it's been 6 months. He misses his father. Shit. I miss him, Linda. Has he found out? No, no, listen. It's fine. He still thinks you're in Italy helping your uncle. Good, good. Okay, Sohnemann weiß nichts, dass du im Knast bist. Ja. Don't worry about that. He won't find us. And you're sure? Yeah, I got us a new place. We should be safe for now. That son of a bitch. Baby, baby, listen. We'll get through this. We just have to stay focused. Hey, why are you still waiting? Nobody's coming for you. Maybe she just missed her bus. I'll wait some more. No more visitors are coming in today. You want to make a phone call, or you want to go back to your cell? Na super. Bei mir kommt natürlich wieder keiner. Call, let's go. Oh. Oh, und eine Frau, die schweigt. Du. Yeah. Carol, why aren't you here? Because I'm at home, expecting our baby. Please, we've talked about this. No, you've talked about this. I didn't have a say at all. You're in prison. I'm gonna be out soon. Listen to yourself, Vincent. This isn't who you are. Is this how you want your future child to remember you? No, but I need to take care of the Harvey situation. Carol, you know that he killed Gary. He was my family, my own brother. I know you miss him, but you can't bring him back. You're just gonna get yourself killed. Please, you know I have to do this. I can't believe you, Vincent. Hello? Digga, können wir nicht einfach tauschen, die Frauen? Sehr gerne. Ach, gerne, sehr brüderlich von dir. Bruder, ja, muss los. Ehre. Klar. So, Mahlzeit. Oh, schöne Tomate. Sieht eher aus wie ein Apfel. Oder so. Oh, ja. Auf geht's, heißt es wohl. Did you hear about the weather? There's a storm coming. I did. It's our window. We'll leave tonight. I'm ready. Geil. Mhm. Wir türmen also heute Nacht. Klingt ja noch ein Plan, würde ich sagen. Hauptsache, wir haben eine Taschenlampe. Ja. Und einen Schraubendreher. Absolut. Oder Schraubenschlüssel? Nee, wie heißt das? Mutter? Schlüssel? Ja, ja, Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ja. Schraubenschlüssel. Ah. Da sind wir wieder und gehen da hoch, wa? Ja. Ah, wir sind schon oben. You got the wrench? Yeah. Just don't drop. Aber okay. Are you kidding me? You think I'll do this? Du weißt, was jetzt kommt, Jan. Let's hope we don't have to. There's nothing to hope for. It ain't happening. Du musst auf Pott. Nö, ja, das auch. Aber Folge vorbei. Und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, liebe Freunde. Immer schön lecker bleiben. Vielen Dank fürs Reinschalten. Und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Mit Jansen, mit meiner Wenigkeit und A Way Out. Bis dann, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben. Ciao. Ciao. Ciao.